Ein wilder Kader-Cut-Deadline-Tag in der NFL hat für mehrere Überraschungen gesorgt. Auch die 6 deutschen Spieler waren betroffen, lediglich 2 schafften den Sprung in den Regular-Season-Kader ihrer Teams, unter anderem auf Moritz Boehringer wartet aber wohl ein Platz im Practice-Squad. Marc Soorcher von den San Francisco 49ers war von allen deutschen Spielern in der NFL der mit den größten Kaderchancen. Durch Sperren und Abgänge war das Linebacker-Core ausgedünnt, Soorcher durfte das 3. Preseason-Spiel gar mit den Startern bestreiten. Dementsprechend schaffte er auch den Sprung in San Franciscos 53-Mann-Kader. Es besteht eine gute Chance, dass er in Week 1 der Regular Season ebenfalls einiges an Snaps erhält. Sein Bruder Eric Soorcher ist bei den Tampa Bay Buccaneers noch nicht so weit. Er wurde, genau wie Moritz Boehringer, Cincinnati Bengals und Christopher Ezeala, Baltimore Ravens, entlassen. Da die 3 aber über das NFL International Paid Way Programm einen Bonusplatz für das Practice Squad einnehmen können, ist davon auszugehen, dass alle 3 bei ihren jeweiligen Teams letztlich im Practice Squad landen. Edebali entlassen, St. Brown schafft den Sprung. Kasim Edebali indes kann getrost als einer der ersten direkten Verlierer des Monster-Trades der Chicago Bears für Khalil Mack betrachtet werden. Edebali hatte eine gute Preseason gespielt und Chicago hatte im Passrush Bedarf, bis der Mack-Deal eingetütet war. Edebali wurde von den Bears entlassen, könnte aber anderswo ein neues Team finden. Der 6. im Bunde, Packers Receiver Ikenim St. Brown, durfte sich dagegen freuen, der Rookie schaffte den Sprung in Green Bays 53-Mann-Kader. Allerdings ist es durchaus möglich, dass die Packers nochmals intensiv an ihrem Kader basteln. Green Bay hat aktuell 8 Wide Receiver und nur 2 Running Backs im Team. Spätestens wenn die 2 Spiele Sperre von Running Back Aaron Jones abgelaufen ist, muss mutmaßlich einer der Receiver Platz machen. Mehr bei Spox, Deadline Day, Raiders Chaos, Cowboys Schock, Steelers Überraschung, Mega Niners Schock, Saison aus für McKinnon, Monster Trade, Monster Deal, Bears holen Mack.